Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Rifle Live und heute gibt es das Unboxing von diesem hübschen Ding hier, dem Logitech Bluetooth Audio Adapter. Und was hier alles drin ist, das seht ihr nach dem Intro. Los geht's! So, auf der Vorderseite der Packung haben wir hier einmal das Logitech Logo und den Schriftzug, hier Bluetooth Audio Adapter. Machen Sie Ihre Lautsprecher kabellos mit Bluetooth. Hier einmal das Ding, hier ein Lautsprecher. Was mich wundert, ist, dass hier kein Logitech-Logo oder so drauf ist. Ein Bluetooth-Logo, ein Tablet und ein Smartphone. Und welche Kabel hier funktionieren? Nämlich einmal das ganz normale Cinch-Kabel und ein 3,5 mm Kabel. Auf der linken Seite sehen wir wieder das Logitech-Logo, Logitech, Bluetooth-Audio-Adapter, den Schriftzug. Hier diese ganzen Sprachbeschreibungen-Dings. Muss ich jetzt mal nicht vorlesen, denke ich. Auf der Rückseite sehen wir wieder einen Logitech-Schriftzug, nochmal diesen Bluetooth-Audio-Adapter-Schriftzug. Wir sehen hier so eine kleine Funktionszeichnung mehr oder weniger, nämlich dass wir an diesem Ding Lautsprecher über 3,5 mm Klinker und über Cinch anstecken können. Also auch so Stereoanlagen oder sowas und das ganze Bluetooth funktioniert. Dann steht hier noch, machen Sie aus Ihren Lautsprechern Bluetooth-Lautsprecher. Multipoint Bluetooth, pairen Sie gleichzeitig ein Smartphone und ein Tablet. Benutzerfreundliche One-Push-Pairing-Taste, Audioqualität von Logitech ohne Kompromisse, zuverlässige Verbindungen in 15 Metern Sichtweite. Inhalt, Bluetooth-Audio-Adapter, Cinch auf 3,5 mm Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung, 2 Jahre Herstellergarantie und technische Hotline, kompatibel mit die meisten PC-Lautsprecher, Man sollte echt nicht diese komischen Aushilfspraktikanten das hier schreiben lassen, ne? Und dann haben wir hier noch einmal Stereoanlagen und AV-Receiver mit Cinch oder 3,5 mm Eingängen und Bluetooth-Geräte, Smartphones und Tablet. Das Ganze hier auch wieder in verschiedenen Sprachen. Auf der rechten Seite sehen wir dann nochmal den Logitech-Schriftzug mit dem Logo, noch einmal diesen Bluetooth-Audio-Adapter-Schriftzug und außerdem hier eine kleine Abbildung von dem Gerät. Auf der Unterseite sehen wir noch diese ganzen anderen Informationen wie Adressen, Barcodes, hier CE-Zertifizierung, recycelbar, nicht in den Hausmüll werfen mit diesen ganzen anderen Kram. Und zu guter Letzt auf der Oberseite haben wir hier nochmal das Logitech-Logo, nochmals diesen Bluetooth-Audio-Adapter-Schriftzug und, was ich richtig cool finde, so ein Band hier, woran man das Ganze im Geschäft aufhängen könnte, was ich richtig, richtig cool finde. Ja, das ist cool. Ich würde sagen, wir schauen mal, was drin ist. So, dafür habe ich hier mal ein super Messer, denn wir müssen hier auf den beiden Seiten diese, ja, wenn ich es durchkriegen würde, so, diese beiden Sticker hier durchschneiden. Hinten ist auch noch einer drauf, glaube ich, oder? Ja. So. Hinten. Und jetzt müssten wir eigentlich das ganze Ding hier schon aufmachen können. Jawohl, perfekt. So, da haben wir es auch schon. So, und hier drinnen haben wir dann in einem, was ich nicht so cool finde, Plastik. In einer Plastikschale, könnte man eigentlich sagen. Die ganzen Geräte. Da haben wir hier einmal den Adapter selber, der verdammt, verdammt klein ist. Also wirklich, wirklich klein. Mit den beiden Anschlüssen auf der Rückseite und dem Stromanschluss. Dieser Pairing-Taste auf der Oberseite. Und ich denke, ihr seht, wie klein der wirklich ist. Außerdem haben wir hier in der Packung das Netzteil mit EU-Stecker. Ein bisschen Schriftkrams hinten drauf. Und dem Anschluss für das Gerät. Zudem haben wir noch eine Cinch auf 3,5 mm Kabel, so wie ich das hier sehe. Und zwar sogar ein sehr, sehr hochwertiges. Also sieht gut aus auf jeden Fall. Außerdem haben wir hier noch einmal eine weitere Produktzeichnung oder eine Anschlussskizze, so mehr oder weniger. Hier sehen wir nochmal alles, was included sein sollte. Und hier dann diese Anschlussskizze. Ja, ganz nett. Ah, und hier steht auch noch... Ah, okay, wie das Ganze mit dem Pairen dann funktioniert. Ich würde sagen, das probieren wir dann auch gleich aus. Und dann haben wir hier auf der Unterseite noch einmal die... Ich nehme an, das sind die ganzen Spezifikationen und Garantie und das alles hier. Ich nehme an, das ist das. Braucht also niemand. Und ja, das war's. Mehr ist hier nicht drin. Ich würde sagen, wir versuchen das Ding jetzt hier zum Laufen zu kriegen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier einmal diese kleine Logitech-Box. Einmal die Steuerung von meiner Soundanlage. Der zweite Lautsprecher steht jetzt ein bisschen weiter weg. Das 3,5 mm Kabel, das dazu hinführt. Und ich habe das Stromkabel hier. Außerdem habe ich hier noch mein Handy mit dem geöffneten Bluetooth-Menü. So, nach Anleitung funktioniert das so. Wir haben jetzt hier die Box und stecken hier hinten das Stromkabel ein.
hier unten leuchtet auch so eine LED, die blinkt jetzt erstmal. Dann stecken wir hier hinten rechts den Lautsprecher ein. Und ich habe jetzt hier mal mein Handy mit dem Bluetooth-Menü. Mal gucken, dass es hier im Fokus ist. Genau, perfekt. Schalten das hier ein. Machen hier mal auf Sichtbar. Drücken hier drauf und gehen hier unten auf Scannen. Und jetzt müssten wir rein theoretisch hier irgendwann mal... Ah, hier, perfekt. Logitech Bluetooth-Adapter. Koppelung. Gekoppelt. Perfekt. Verbunden mit Medienaudio. Medienwiedergabe. Jawohl. Perfekt. Und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Indem wir hier auf Spotify gehen. Und dann zum Beispiel mal hier auf irgendeine Playlist. Sagen wir hier mal Drake zum Beispiel. Also Künstler ist das jetzt. Shuffle. So, das läuft. Jetzt schalten wir mal hier hinten lauter. Okay, wir hören noch nichts. Man muss natürlich auch ganz einstecken. Und wir hören, es funktioniert. Wir weiterschalten hier. Perfekt. Es funktioniert einwandfrei. Wir haben das Handy hier. Ich kann es jetzt einfach hier weggeben. Also es ist jetzt weit weg, soweit ich es zumindest weghalten kann. Und das Audio funktioniert auf jeden Fall perfekt. Und ja, wenn ich jetzt hier auf Pause drücke zum Beispiel, zack, Ende. Das war ein bisschen eine Verzögerung, aber das ist absolut okay. Und das alles kann dieses kleine Ding hier. Schon nicht schlecht. Aber Rife, warum hast du das Ganze denn von Logitech genommen und nicht von irgendeiner anderen Firma? Da gibt es doch sicher welche, die viel, viel günstiger sind. Natürlich gibt es günstigere Alternativen dazu. Das weiß, denke ich mal, jeder, der sich bereits über so ein Ding hier informiert hat. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme das von Logitech, denn hier ist höchstwahrscheinlich die Qualität am besten. Denn es ist eine der wohl erfahrensten Marken im Bereich Audio und auch Wireless-Übertragung durch die ganzen Funk-Tastaturen und Fernbedienungen und was auch alles sie haben. Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich super zufrieden damit. Vielleicht gibt es in ein paar Wochen, Monaten oder so mal ein Fazit dazu. Aber bis jetzt kann ich euch das Ding echt nur empfehlen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Rife in Life. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Like da. Wenn ihr euch auch so ein Ding holen wollt, dann schaut mal in der Beschreibung vorbei. Dort gibt es einen Affiliate-Link. Da verdiene ich ein bisschen was mit, wenn ihr das Ganze bestellt. Und ja, dann war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.